Gerade Frauen leiden häufig unter Blasenentzündungen. Gängige Meinung ist, dass es durch Sex entstanden ist oder durch Unterkühlung. Ein großer Teil der Blasenentzündung entsteht jedoch unter anderem durch den Konsum von Hühnerfleisch. Guten Morgen. 1971 haben die Herren Stanley und Miller herausgefunden, dass Blasenentzündungen die Folge der Übertragung von Bakterien aus dem Rektum in den Vaginalbereich sind. Durch DNA-Fingerabdruckstechniken wurde in den 90er Jahren bewiesen, dass E. coli-Stämme aus dem Darm wie ein Reservoir für Blasenentzündungen funktionieren. Aber wer war der Schuldige? Wissenschaftler der McGill University fanden die auslösenden E. coli-Bakterien in Schlachthöfen und konnten beweisen, dass diese die Blasenentzündung auslösenden Bakterien bis in den Darm von Frauen überlebt haben und zurückverfolgt werden konnten bzw. verfolgt werden konnten. Damit wurde dann eindeutig bewiesen, dass eine Blasenentzündung eine Zoonose ist, also eine von einem Tier auf den Menschen übertragbare Krankheit und nicht durch Sex entstanden oder durch Erkältung oder durch, dass man unten ein bisschen freier, also keine Unterwäsche trägt oder was auch immer. Mittlerweile auch durch den massiven Gebrauch von Antibiotika sind viele der relevanten E. coli-Stämme immun gegen diese. Zu dem Thema Antibiotika und wie sogar in einfachen Lutschbonbons Antibiotika enthalten sind, habe ich bereits ja auch schon ein Video gemacht, siehe oben in den Infokarten. Nur mal ein Beispiel zu nennen, 2014, also um konkrete Zahlen zu nennen, wurde im Consumers Report, wurden da Hühnerbrüste, die im Einzelhandel verkauft wurden, getestet, wie es da mit der bakteriellen Verunreinigung aussieht. Den Bericht findet ihr im Internet unter dem Titel The High Cost of Cheap Chicken. Dort wurde festgestellt, dass 97% der Hühnerbrüste im Einzelhandel mit Bakterien verunreinigt waren. 97% mit Bakterien. Mit Bakterien, die Menschen krank machen können, also nicht irgendwelchen Bakterien, sondern mit Bakterien, die Menschen krank machen können. 97%. Also quasi jede Hühnerbrust, die ihr kauft, ist bakteriell verunreinigt und gefährdet potenziell eure Gesundheit. Und da reden wir noch nicht einmal von der Problematik, dass Hühnerfleisch Bauchspeicheldrüsenkrebs katalysiert. Siehe dazu auch mein Video oben in der Infobox. Na? Jedenfalls ist Hühnerfleisch so dermaßen bakteriell belastet, dass selbst die Fleischindustrie das nicht mehr leugnen kann und eben empfiehlt insbesondere das Hühnerfleisch vollkommen durchzukochen und zu braten und am besten noch dreimal gegen die Wand zu schmeißen. Das Problem ist, dass diese medikamentenresistenten Bakterien alleine in der Verarbeitung sich schon komplett in der Küche verteilt haben. Man hat es mal konkret untersucht. Übrigens, all das Wissen, was ich euch heute vortrage, ist aus dem Buch, was ich euch unten verlinkt habe. Bei mir gibt es nur Wissen auch mit Quellenangabe. Ne? Einfach unten in dem Buch alles drin, inklusive Studien, alles in diesem Buch enthalten. Also, Wissenschaftler gaben 5 Dutzend Haushalten ein rohes Hühnchen und baten dieses zuzubereiten. Nach der Zubereitung gingen sie dann in die Küche und fanden allerlei Bakterien inklusive Salmonellen und Camylobacter, so heißen die, in der gesamten Küche verteilt. Auf dem Schneidebrett, auf den Küchengeräten, am Kühlschrankgriff, Türklinken, an den Küchenschränken, eigentlich überall. Und nun wiederholten die Wissenschaftler das gesamte Experiment, indem sie der Familie oder den Familien gesagt haben, hey, das ist total gefährlich Hühnerfleisch, also das was ich euch jetzt sage, es ist total gefährlich Hühnerfleisch, ihr müsst die echt richtig reinigen, alle Utensilien wirklich, die mit Hühnerfleisch irgendwie in Berührung kommen könnten, richtig heiß abwaschen und mit desinfizierten Reinigungsmitteln wirklich behandeln, also wirklich so. Und dann hat man, haben auch noch gesagt, und die ganze Küche dann auch nochmal reinigen. So. Trotz dieser Anweisung waren immer noch überall Fäkalbakterien. Nun verzweifelten sogar die Wissenschaftler, wie man aus den damaligen Untersuchungsberichten feststellen konnte, und bestanden darauf, dass diese Familien wirklich alle Bleichmittel zum Reinigen verwenden. Also alles in der Küche nach der Zubereitung von so einem Hühnchen. Bleichmittel überall drauf, inklusive das Sprühtuch und der Lappen, die sie zum Reinigen verwendet haben. Dass das sozusagen, bevor sie es zum Reinigen verwendet haben, dass da nicht irgendwas dran ist, auch nochmal in Bleiche getunkt haben und dann erst sozusagen. Und das dann gemacht. Und was war noch was dabei? Die Bleiche muss doch 5 Minuten einwirken, also nicht nur einfach mit Bleiche drüber wirken, mit drüber wischen, sondern wirklich 5 Minuten mit Bleiche die gesamten Küche auch einwirken lassen. So. Okay, was war das Ende vom Lied?
Die Wissenschaftler fanden in der Küche immer noch Salmonellen und Campylobacter. Die Küche war zwar bei weitem nicht so stark durch die Hühnerbrust kontaminiert wie vorher, aber immer noch durch Bakterien belastet. Wenn man also nicht in einem Biosicherheitslabor seine Hühnerbrust zubereitet, ist faktisch nicht zu vermeiden, dass man in der Küche gefährliche Bakterien ansiedelt. Entsprechend werden diese dann auch durch uns aufgenommen und diese medikamentenresistenten Bakterien vermehren sich dann in der Darmflora so stark, dass sie einen Großteil der Darmflora von uns oder dass sie quasi die vorherrschenden Bakterien sind. Das heißt, wenn man das misst in der Darmflora, sind diese Bakterien, diese medikamentenresistenten Bakterien, dann die Darmflora dominieren. Und diese Zusammenhänge, die sollten uns doch wirklich alle mal zu denken geben. Insbesondere die Leute, die doch Hühnerfleisch essen. Ne? Und Blasenentzündung ist wie gesagt nur eines der Krankheiten, die durch Hühnerfleisch entstehen. Das ist nur eins. Ernähre dich artgerecht und du minimierst erheblich den Risikofaktor, die uns krank machen. Ich glaube, das sollte mittlerweile auch der Letzte, wirklich der Letzte verstanden haben. Das ist eine ganz, ganz einfache Logik und entsprechend muss man auch keinen Stress oder Panik schieben, wie man sich nun ernähren soll, sondern einfach seinen grundlegenden Instinkten vertrauen. Und legt man mal auf so einen Tisch so einen ganz knackigen roten Apfel und auf der anderen Seite so einen ganz süßen kleinen Hundewelpen. Ich bin mal gespannt, wo ihr reinbeißt. Na? Gefällt euch das Video, dann teilt das bitte, insbesondere für die Menschen, die noch Hühnerfleisch essen und ja, sorgt dafür, dass mehr Menschen erfahren, wie gefährlich gerade für die Gesundheit Hühnerfleisch ist. Alles Liebe, Euer Christian. Ciao.